Hallo zusammen, hier ist Susanne erklärt. Ich bin mit meiner Videovorbereitung ein klein wenig eskaliert, also es könnten ein paar mehr Videos werden als eigentlich geplant. Ich denke mal, meine Kollegen von den quantitativen Methoden wird es gerade freuen. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue, weil es ist ein bisschen viel geworden. Aber gut, wir fangen mal an und kämpfen uns durch. Ja, worum geht es eigentlich überhaupt? Es geht um quantitative Forschung. Die Hautmerkmale, die findet man ein bisschen schwer in den Studienbriefen, deswegen dachte ich mir, ich erzähle sie euch mal nochmal. Und zwar, es geht immer um klare Forschungsperspektiven und klare Forschungsfragen. Es geht um einen systematisch gut strukturierten und auch nachvollziehbaren Forschungsprozess. Und wichtig dabei ist auch, dass man die Befunde replizieren kann. Soll heißen, wenn jetzt jemand nochmal eine Befragung mit einer ähnlichen Grundgesamtheit durchführt und ähnlichen Fragen, sollte er auf die gleichen Ergebnisse kommen. Das waren jetzt also nochmal die. Ja, was der Krumrei uns immer wieder auch als ganz wichtig sagt, ist eine dimensionale Analyse. Die läuft nach 4 Schritten ab. Und zwar erstmal eine Ideensammlung, also Brainstorming, dann eine Materialsammlung, insbesondere aufgrund von Literaturrecherche. Das soll heißen, wenn ich quantitativ arbeiten will, verbringe ich auch ganz, ganz viel Zeit in der Bibliothek und gucke, was gibt es denn überhaupt schon zu dem Thema. Nicht einfach drauf losmachen, sondern erstmal schauen, was es gibt. Diese Ideen- und Materialsammlung muss man dann erstmal systematisieren, also in eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Also man kann ja zum Beispiel einen Ablaufplan erstellen, dass man jetzt also nach einer gewissen Reihenfolge vorgeht. Oder man geht zum Beispiel vom Allgemeinen zum Spezifischen vor. Diese Systematisierung hat also den Grund dahinter, dass man nach Möglichkeit nichts Wichtiges vergisst bei dieser dimensionalen Analyse. Also dass man alle Dimensionen einmal vorhanden hat. Ja, der dritte Schritt ist dann, von diesen vielen, vielen Dimensionen, die man jetzt gefunden hat, muss man sich jetzt entscheiden, welche sind relevant und welche sehe ich jetzt als nicht so relevant an. Ich muss dann also als dritten Schritt eine Auswahl treffen. Und der vierte Schritt ist dann, dass man ein untersuchungsleitendes Modell entwickelt, also dann wirklich auch zu einer Vorstellung kommt, wie das Ganze dann bei der Untersuchung ablaufen soll. Ich habe dann schon so eine grobe Idee im Hinterkopf, um jetzt damit weiterzumachen. Und es ist jetzt auch ganz wichtig, bevor ich mich jetzt an die semantische Analyse mache und mich jetzt dann also auf Begriffe stürze und auf Definitionen, dass ich eben mir schon vorher überlegt habe, wie sieht denn das Ganze überhaupt aus, dass ich jetzt dann eben ein deskriptives Begriffsschema überhaupt entwickeln kann. Das ist jetzt also schon etwas, was beim Krumrei einen relativ großen Anteil ausmacht, wo es jetzt also wirklich darum geht, wie läuft das Ganze ab. Diejenigen von euch, die schon 2b gemacht haben, die haben sowas Ähnliches eigentlich schon mal gemacht. Die haben nämlich eine Hierarchie entworfen. Eine Fertigkeitenhierarchie für irgendeine Art von Kompetenz, die sie dann eben in ihrer Hausarbeit beschrieben haben. Da saßen wir jetzt auch erstmal da und haben jetzt uns erstmal das Gehirn zermattert, haben also diese Ideensammlung gemacht. Dann haben wir uns eine Materialsammlung gemacht, indem wir eben zum Beispiel mit jemand geredet haben, wie das jetzt abläuft, oder indem wir in der Bibliothek was nachgelesen haben. Dann haben wir das Ganze systematisiert, also eine Reihenfolge gebracht, temporale Reihenfolge, und die Lernvoraussetzungen haben wir uns überlegt. Dann haben wir ausgesucht, was davon ist relevant, weil meine Fertigkeitenhierarchie wäre sonst wahrscheinlich über 4 Seiten gegangen, wenn ich alles reingeschrieben hätte, also habe ich auch was wieder rausgestrichen. Das ist jetzt also diese Auswahl relevanter Aspekte. Ja, und am Ende haben wir das Ganze zu einem untersuchungsleitenden Modell entwickelt, beziehungsweise in dem Fall eben zu einer Fertigkeitenhierarchie, wo man dann eben jetzt auch schon eine Modellvorstellung davon hatte. Ja, wie geht's weiter? Beim Krumrei ist also der nächste Schritt dann die Operationalisierung. Krumrei selbst schlägt jetzt dafür einen 3-Schritt vor. Nämlich fängt er damit an, dass man Indikatoren festlegen muss und Korrespondenzregeln. Der zweite Schritt beim Krumrei wäre dann, dass die Beobachtungsoperationen festgelegt werden, also wie genau gehe ich vor und was sind meine Messvorschriften und wie differenziert möchte ich überhaupt messen. Also man kann jetzt zum Beispiel bei der Körpergröße sagen, ich teile jetzt nur ein in klein, mittel und groß. Oder ich sage, ich gehe nach Zentimetern.
ist beides legitim, aber das ist eben so ein Grad der Differenzierung, den muss ich jetzt auch vorher festlegen. Ja, und dann legt der Cromroy noch Regeln für die Zusammenfassung der Indikatoreinzelwerte fest, also Indexbildung sozusagen. Wenn ich jetzt 10 Fragen stelle zu einem Sachverhalt, dann muss ich die eben irgendwie zusammenfassen können und dafür brauche ich natürlich klare Regeln. Im Cromroy wird jetzt aber auch erwähnt, dass der Esser sich eigene Gedanken gemacht hat zu den Schritten der Operationalisierung. Und zwar, der fing jetzt an mit der Exploration des Forschungsfeldes. Das ist jetzt eigentlich schon so eine dimensionale Analyse, wie wir sie vorhin schon mal besprochen haben. Weiter geht es dann mit einer Konzeptspezifikation. Also auch hier wieder in Richtung einer konkretisierenden Systematisierung. Nur eben heißt hierbei jetzt Konzeptspezifikation. Dann kommt eine Auswahl der Indikatoren. Also wieder aussuchen, was sind relevante Aspekte, was verwende ich als Indikatoren. Und der vierte Schritt ist dann die Indexbildung. Ja, gut. Bei der Indexbildung geht es natürlich auch darum, dass man jetzt Redundanz vermeidet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Fragebogen danach frage, ob jetzt jemand gerne Freunde trifft und danach frage, ob er gerne ausgeht und dann nochmal frage, ob er abends oft unterwegs ist, dann habe ich eben 3 sehr ähnliche Fragen gestellt. Da könnte ich mir jetzt dann überlegen, ob es dann nicht vielleicht sinnvoller wäre, daraus dann einen Index zu bilden. Weil sonst ist das einfach redundant. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch immer das Problem, dass man mit Einzelfragen weniger Messgenauigkeit hat. Ein Index hat eine deutlich höhere Messgenauigkeit. Eben wenn dann jemand sagt, okay, gut, Freunde trifft er jetzt grundsätzlich schon oft, aber ausgehen tut er nicht so oft, dann kriege ich damit natürlich dann schon einen anderen Wert raus. Also da geht es dann wieder ein bisschen in Richtung Messgenauigkeit. Ja, grundsätzlich die Daten, die mich interessieren, sind immer Merkmalswerte, um ein Objekt unmittelbar vergleichen zu können. Ja, also es gibt immer 3 Aussageebenen, um die wir uns drehen, und zwar einmal die substanzielle Theorie. Also das sind jetzt Konstrukte, das sind theoretische Begriffe, das sind Hypothesen. Die zweite Aussageebene sind dann die Beobachtungsaussagen, also das, was ich jetzt direkt beobachten kann. Da geht es jetzt also um die Indikatoren und die Messvorschriften. Und die dritte Ebene sind dann die Korrespondenzregeln, die jetzt die beiden anderen Ebenen miteinander verknüpfen können. Also eben, dass jetzt ein beobachtbaren Sachverhalt ein Indikator zugeordnet wird und dann eben der mit dem theoretischen Sachverhalt, der jetzt dabei bestimmt werden soll, in irgendeiner Form korrespondieren soll. Die Korrespondenzregel ist dabei selbst immer auch eine Hypothese. Also es ist eine Annahme, dass meine Korrespondenzregel stimmt. Kommen wir leider nicht drum rum. Ja, Gütekriterien. Ja, wir fangen da an mit der Validität, nämlich der Gültigkeit von meinen Indikatoren, von meinen Messvorschriften. Also, messe ich genau das, was ich messen will, messe ich das Merkmal, das es mir geht. Da geht es jetzt also um die Validität und die Gültigkeit. Und zwar gibt es da einmal die semantische Gültigkeit, also das Korrespondenzproblem. Beschreibt jetzt das, was ich jetzt eigentlich da im Hinterkopf habe, was ich jetzt beobachten möchte, ist das jetzt wirklich von den Begrifflichkeiten richtig zusammengeführt? Und dann gibt es noch die empirische Gültigkeit, nämlich ob der Erhebungsprozess richtig ist. Also ob jetzt die Datenerhebung wirklich das misst, was jetzt das Konstrukt auch gemeint hat. Ja, es wird dann nochmal unterschieden in Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität. Also das geht jetzt dann schon wieder ganz ähnlich. Und insgesamt wird die Validität auch in unterschiedlichen Ausprägungen verstanden. Nämlich es kann sein, dass man eine vollständige Validität hat, also top getroffen. Es kann aber auch sein, dass die Operationalisierung insgesamt zu eng gefasst wird. Also man erfasst jetzt nur einen Teilbereich von dem, was man eigentlich beschreiben wollte. Es kann aber genauso sein, dass die Operationalisierung zu weit ist. Also da erwische ich jetzt da dann ein viel größeres Feld, als ich eigentlich fragen wollte.
Also, wenn ich jetzt sage, ob jemand viele Freunde hat, sich gerne mit Leuten trifft, aber ich eigentlich wissen wollte, ob er sich gut mit seinen Kollegen versteht, dann habe ich dann möglicherweise zwar schon ein paar Kollegen mit erwischt bei seinen Freunden, aber halt eben nicht nur die Kollegen. Das ist dann einfach zu weit gefasst. Ja, und dann kann es natürlich auch sein, dass man nicht trennscharf nachgefragt hat, also jetzt das Ganze insgesamt so ein bisschen wischiwaschi wird. Und natürlich kann es auch passieren, dass man überhaupt keine semantische Gültigkeit hat. Also man hat einfach nach dem Falschen gefragt. Verzerrungen gibt es natürlich auch noch, die können jetzt vom Messinstrument verursacht worden sein, also einfach schlechte Fragebögen verwendet. Oder ich habe möglicherweise die Erhebungssituation ungünstig gestaltet. Also es gab zum Beispiel einen Einfluss durch den Interviewer, den ich jetzt eigentlich gar nicht haben wollte. Das passiert also auch. Ja, kurzes Päuschen, gleich geht's weiter mit Messen an sich, mit Statistik. Was wollen wir überhaupt? Juhu, wir freuen uns.